Halli und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ja, in der letzten Folge haben wir als das Vieh unter ganz vielen Viechern ganz schön Bockmist gebaut. Wir sind scheinbar tierisch verknallt in die Layla. Sind wohl deswegen ganz schön ungeschickt in unserem Handeln. Und unser Oberguru, gleichzeitig Laylas Vater, kann uns nicht besonders gut leiden. Und jetzt haben wir... Ach, wem erzähle ich das? Ihr habt's ja geguckt. Nebenbei läuft doch noch irgendwas mit Munkus. Irgendein Deal zwischen dem Anführer und dem Munkus. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was da so auf uns zukommt. Jedenfalls versuchen wir erstmal mit Layla zu sprechen und uns für unser Missgeschick zu entschuldigen. Hallo. Du nicht. Schon gut. Ich weiß. Bitte. Nur eine Kugel. Bitte. Ist nur hier immer hell. Vermisse Sterne. Vermisse Zuhause. Nicht vertrauen, Hexer. Babalu. Ja, Papa vertraut ihm. Brauchen Kristall. Sonst keine Energie. Bullshit. Ja, müssen warten. Kommt bald. Papa gemein. Nicht deine Schuld. Tut mir leid. Du kannst wieder. Mach's gut. Was? Hallo. Du nicht. Ja. Nee, nichts mehr drin. Das hätten wir uns denken können. Gut, an das Kabel kommen wir nicht ran. Nein, nein, nein. Den Generator können wir auch nichts anschließen. Mit dem Vierfuß auch nicht. Na, ja, guck mal draußen nochmal rum. Was hier so Ambach ist. Ja, wenn du reinfällst, ist Külle. Mache Layla mit Sternen eine Freude. Ach, herrje, wie soll ich das denn machen? Ho, ho, ho. Ho, ho. Du kannst bügeln. Der Weihnachtsmann war gerade da. Okay, stinkt. Sucks. Okay.
Sanduhr. Wofür brauchen wir den ganzen Quatsch? Das hätte mich gewundert, wenn wir jetzt mit wenn wir damit jetzt irgendwas hätten ausrichten können. Nein, nein, nein. Ich fühle es, wie sich so langsam der Schlauch anschlaucht. Ah, das ist weniger erfreulich. Ah, Moment, dreh den Haken aus dem Eis. Das ist doch auch nochmal was Feines. Zack. Haben wir den Haken auch. Ich habe aber keine Ahnung, wofür. Ja, ja, kratzt du dich mal. Immer noch zu weit oben? Nee, damit können wir auch nichts bewirken. Errungenschaft, ich bin eine Lampe. Toll, aber auch genauso sinnlos. Komm her, dann ziehen wir nochmal an der Klingel. Yeah! Wärmenden Lichtstrahl. Ah, müssen wir die irgendwie zum Brennen bringen? Kriegen wir das hin? Ach so. Nee, geht nicht. Schade. Ja. Hey, das ist gut. Das ist genial. Yeah, jetzt habe ich Feuer gemacht. Ich weiß aber nicht warum. Da ja, kann ich nichts mitmachen. Die Waage ist auch Blödsinn mit der Waage. Das Messer auch nicht. Strumpf auch nicht. Sanduhr auch nicht. Haken auch. Also frage ich mich jetzt echt, was soll das, das Feuer? Ja, Moment, da tropft es. Da tropft es, da tropft es, da tropft.
Aber was stelle ich jetzt da auf die Wand? Warte nur! Das ist alles sehr mysteriös hier. Sehr, sehr mysteriös. Na komm. Mach das Ding mit dem Lampenschirm nochmal. Immerhin haben wir früher ein Steam Achievement gekriegt. Ich möchte jetzt eigentlich... Aber als Nate hier war, hingen die doch auch noch da. Also was soll der Quatsch? Wir können ja erstmal rausgehen nochmal. Und gucken, ob sich bei... Ich komme dem Ding noch nicht so ganz auf die Schliche, was es nun genau von mir will. Mal versuchen, alles mit allem zu kombinieren. Zip, 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 zip. Nein, okay. Will nicht. Raus hier. Also ich soll Layla eine Freude bereiten. Beziehungsweise wir. Ah, mein kleiner rosa Freund. Hast du vielleicht etwas wie einen Stock für mich? Ich brauche einen Stiel für meine Protestschilder. Ich glaube, dass ich mit meinem Protest mehr Leute erreichen kann, wenn ich das Schild höher halte. Strohhalm? Nein? Das ist ja großartig. Du willst etwas dafür haben? Wir müssen uns mal über deine soziale Einstellung unterhalten. Aber ich brauche das Ding. Hier, nimm. Nun kann niemand mehr unseren Protest ignorieren. Gut gemacht, kleiner Freund. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir... Ah. Richtig, die Stille der Natur. Entschuldigung. Was will ich schon mit dem Strumpf da? Das ist so ein Blödsinn. Die rote Lampe kann ich da nicht anbringen. Damit machen wir bestimmt die Sterne. Zap. Geschluckt. Dann noch mal raus. Okay, jetzt haben wir Kabel.
Nehmen Sie mit. Herr König. Kugel kaputt. Musst wieder gut machen. Keine Ahnung. Was einfallen lassen? Dann müssen wir nochmal zurück zur Hütte. Das geht ja nicht anders. Dass wir damit eine Art Generator bauen müssen? Es wird nicht besser, liebe Leute. Es wird nicht besser. Und der Schlauch nähert sich und nähert sich. Das Wasser tropft hier auf die Waage drauf. Aber wofür? Wofür? Okay, der Ballon ist weg. Aber das war zu erwarten. Das kann doch nicht wahr sein. Der Schlauch, der Schlauch, der Schlauch. Da kommt der Schlauch, da kommt er, da kommt der Schlauch. Mit einem Riesentempo voran. Und womit ist... Okay, das hat er jetzt ein Kabel, aber... Das hilft ja nicht, solange der im Eimer ist. Ah.
Aha. Dagegen. Eine eiskalte Protestlerin. Cool. Selbstgebauter Blumenstrauß, auch nicht schlecht. Aber solange der Generator nicht funzt. Warte nur. Gut. Aber mal davon ab. Ich denke, in dieser Folge kommen wir nicht mehr ganz auf den Trichter. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der nächsten Folge die Sterne für Layla scheinen, leuchten lassen. Und dass wir dann auch irgendwie Nate aus den Krallen des schizophrenen Yetis, des Schizo-Yetis befreien. Von daher bedanke ich mich ganz lieb bei euch fürs Zugucken. Habt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.